Guardians of the Galaxy Part 4. Und ich soll das Mikrofon richten. So. Wir sind abgehauen. Abgehauen von diesem Planeten oder diesem Nova Corps Ding da. Und jetzt sind wir hier. Ja, es geht einfach weiter. Wir müssen jetzt Geld suchen, um die Schulden zu bezahlen. Wir müssen halt jetzt einfach Geld sammeln, um die Schulden zu bezahlen. Die sich auf 7.000 oder 7 Millionen belaufen. Rocket, Star-Lord. Hier steht nichts dran, das ist vielleicht Gamora. Ah ne, Gamora ist da, okay. Das sind ziemlich kleine Zimmer. In dem Guardians of the Galaxy Spiel von Telltale waren die Zimmer deutlich größer. Und ja, oh, ein Spiegel. Ich muss mal ein bisschen immer auf die Zeit bedachten. So, 21:48, jetzt gerade. Ich mache immer so halbe Stunde Parts oder so. Was ist das? Well, well, well. Let's see if we can find some stray units in here. Really? Ein bisschen Geld. 37 units? 37. They appear to be 6,163 units short. We intend to keep our ship, Peter Quill. I know. We clearly. Wir suchen uns jetzt eine Mission, um dann Geld zu sammeln. Das kriegen wir schon hin. Oh, no, not Fin Fang Foom again. Yes, we should go after Fin Fang Foom. Drax, there are easier ways to get paid. Fin Fang Foom. What? Oh, come on. You've been hoarding them stupid knickknacks ever since you first joined us. I mean, don't tell me they ain't worth nothing. The quarantine zone was always holding out on my figurines are not knickknacks. Team's in trouble, and you can't be bothered to make no sacrifice. I will sacrifice your head and take us to the guys. I think we should group for once. Genau die gleichen Vibes wie beim Film. He says we should combine both ideas. Yes. Sell Gamora's trinkets to Fin Fang Foom. It is brilliant. The problem with your plan is that Lady Hellbender only buys monsters, and you are not a monster. He's not. He's the sweetest, most. I am Groot. No, you don't. Hmm? This ain't something you can pretend. I am. Oh yeah. You want monster? I'll show you monster! Whoa, guys! Okay, das ist echt heftig. Also es geht darum, Groot zu verkaufen anscheinend. No, no, he is not offering that, okay? It could work. Sell Groot? I guess we could bust him out after. Absurd. Lady Hellbender seeks the monster within. The small ugly one is clearly the correct choice. It's cruel, ja. Sadistic, and his soul is filled, filled with rage. Monster Queen would pay a great sum for such a creature. Really? How great? How are you okay with this? Because I know what I am, and I know he ain't. I am Groot. I vote we sell Groot. I honestly think Lady Hellbender will go for it. Yeah, well, I vote for not Groot. I also vote for the creepy little beast. 2 votes each. Peter? Wir sind dafür, Rocket zu verkaufen, well, ganz ehrlich. Definitely scarier on the inside. He's unstable and vicious and totally oblivious to the needs of others. Okay, we get it. The point is I think you'd make a fine monster. And we'll definitely need that tactical brain of yours to bust you out once you're in there. But just to be 100% sure, you're definitely okay with this. Are you kidding? I can't wait to hold this over you. All right, let's do this. Let's go sell. Dann haben wir wohl einen Plan. Das erinnert mich auch so ein bisschen an den ersten Teil. We're not seriously flying into that.
wo man halt zum Collector geflogen ist. Für einen Film aus. Also, ich denke, sie haben einige Parallelen zum Film aufgenommen. Dafür, so Ähnlichkeiten und Gags. Aber es ist trotzdem eigenständig. Vor allen Dingen die Designs sind alle was ganz anderes. Ist das schlimmer als auf Kamino? Piece of cake. You can't be serious. What? This way we can scope things out before we finish. Ich glaube, das war. We're like 100 clicks from her base. You know how much I like scoping. Ich glaube einfach, dass es wie heißt es nochmal? Next time I'm flying. Das ist das aus dem Gameplay-Zeugs, was gezeigt wurde. Schon vorher. Das ist so ein Teil davon. Okay, da können wir nicht rein. Dann geht's hier weiter. Und runter. Okay, dann verkaufen wir Rocket. Hellbender's castle isn't even that far. That is not a castle. It is an impregnable fortress. So how do we impregnate it? Ask Peter. Let's just get closer. We'll figure it out on the way. Okay. Let's go. There is nothing to figure out. As beast merchants, we will easily gain access to Lady Hellbender. Good! We've already got a beast. All that's left is the merchant part. Good thing I put on my official merchant costume. Dann geht's los. Da unten sieht schon was aus nach Kampf. Das bewegt sich. Schon wieder solche Kugeln. Es könnte ja sein, dass die Gegner ähnlich aufgebaut sind, nur andere Designs haben. Das könnte ich mir gut vorstellen halt. Complaining. The hardship will strengthen your spirit. We won't walk, we'll hike. It'll be fun. Woohoo! Team hiking trip. We got this. Ich glaube, wir gehen mal zu diesen Bäumen hin. Ich will tatsächlich wissen, was das ist. Ich halte mal gedrückt, vielleicht passiert was nicht. Ah, ne, okay, die sind unzerstörbar. Okay, ein paar Sachen sammeln. Wieder alles kombiniert, finde ich super. Der Boden sieht aus, als wäre hier so ein Gummibeschichtung drauf und man hätte die angeheizt. Okay, das ist heftig. Oh, scheiße. Okay, dieser Wind ist echt. Nein, 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 nein. Okay, man muss halt immer aufpassen. Nein, 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 nein. Wir müssen Umwege gehen wegen dem Blitz da in der Mitte. Das heißt,
Kommen wir hier rüber? Oder hier? Oh, wir müssen wirklich geradeaus. Wir hätten einfach warten müssen, Blitze einschlagen, aber... No problemo. Okay, das ist heftig. Ist das organisch? Das sah total organisch aus. We should have gone to Mako 4. Hey, check out the old resistance ship. Things been shot to hell. No doubt by this one and her Chitauri friends. We weren't friends. Our guys. Was ist denn das jetzt schon wieder? Not sure. But it ain't moving now. We'll be wary, Rodan. You know what? I survived freaking half world. I think I'm scared of some little. Okay, this is heavy. Get ready. Okay, die sind schon ein bisschen gefährlicher, diese Gegner. Das kriegen wir bestimmt problemlos hin. Okay, ich habe es voll daneben gezielt. Dann halten wir Groot fest. Block jetzt einmal rum machen. Und die zerstören wir. Okay. Okay, Drax. Die können auch mit der Umgebung interagieren. Das ist cool. Oh, ein Blauer, der ist ganz gut. Und der Blaue ist extra heftig. Ich vergesse jedes Mal rechtzeitig dieses Abkühlen. Ja, chill doch. Regenerieren ziemlich schnell wieder. Das heißt, ich darf echt dieses Nachladen nicht verkacken. Das Abkühlen. Genauso wie jetzt. Vielleicht sollte ich auch mal die anderen Guardians benutzen. Ei! Scheiße. Okay, ich bin fast tot. Regeneriere ich wieder ein bisschen? Anscheinend. Boah, wir haben es geschafft. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, ich verrecke hier noch. So, das ist, was ein Monster hier aussieht? Wir sind außerhalb Lady Hellbender's Sanctuary. Die Kreaturen hier sind nicht ihre Pets. Sie sehen sogar aus wie Food. Okay, hier kann ich nicht hoch. Also da hinten. This husk should be easier to climb than the muddy terrain. I ain't comfortable calling it a husk, seeing as we're about to climb it at all. Clearly not a husk.
It is the hollowed husk of a bygone time, when the turmoil of war raged stronger than the storms of this world. Okay, das muss man kaputt schießen. Ja, kein Problem. Didn't think I'd ever be shooting at a resistance ship. Drax, you can pull this reactor out gently, right? If it were combustible, the rodent would have shot it by now. He makes an excellent point. Shall I continue ripping it apart? No, no, no. I think we're good. Yes. Okay, weiter geht's. I'm going to scout ahead. Try not to kill yourselves on the way up. Great. We made it halfway up. Now. All right, Rocket. That wind control panel's all yours. Komm so. Great. Everyone watch out for beeping red lights. What? Why? Hey, this is a resistance ship. We'll be lucky if there's only one booby trap on it. Perfekt. Wow, das klingt ja schon ziemlich begeisternd. Aber ich finde cool, dass das durch Flak ausgetauscht wurde. Dadurch ist halt nicht diese Sperrung da. Aber man versteht halt, was er meint. Ich weiß nicht, wie wir in diesen Wald hier reingekommen sind. Aber es ist unter den Plattformen. Redrakt sich kaputt lacht. Also, okay. Can you get us through here, Gamora? Whatever it takes to find Hellbender. Na komm, mal geht doch. Yeah, Gamora. If we want an audience with her, we will have to start showing some respect. This from the guy who calls me Harlot Spawn of Thanos. An accurate description. We all know which Harlot Spawn it refers to. What about her sister Nebula? Guys, monster planet, dark, dangerous. Can we focus here? Are you frightened of monsters, Peter Quill? Only the scary ones. We'll need to find a way out of this jungle. Ja, das tatsächlich. Also ich glaube, dass uns noch andere Monster erwarten. Ich vertraue diesem Dschungel nicht. Überhaupt nicht. Dead end. That's just great. Wait, is that Chitauri tech over there? Ask the Chitauri. No, no, it is. It's a retractable bridge. They used them at the prison I was in. Too bad the controls are on the other side of the giant chasm. What do you not have time to dawdle in this jungle? I shall hurl the creature over the chasm so he may activate the bridge. I may activate a hole through your face. Put me down. We're not throwing rockets. Very well. Groot kann doch da eine Brücke machen. How will we cross? Don't face the Look around. We'll find another way. Okay. Think these statues are of the monsters on this planet? Not a chance. Was machen wir die Dinger hier kaputt? Das mit den abkühlen lassen. Im richtigen Moment, das muss ich mir halt noch angewöhnen. Maybe a tall tree? Taller than Groot. Yeah, yeah, I'm fine. Just leave it. What's your problem? Yeah, diese Gesichter. It would be easier to throw the rodent. No, it would not. What if he breaks a leg? I did not throw you. Only because Quill stopped you. Nope, and there should be no problem. I'm walking. What's the Dari tech doing on a backwater? Oh, die brauchen ein bisschen mehr Kraft. Perhaps Lady Hellbender repelled an invading swarm, and it was among the spoils. Maybe. Or maybe she was real cozy with the bug. Okay. Wow, it is dark in here. If you bump into any monsters, let us know. Monster planet. Right. Ah, da müssen wir wieder mit einem super, super Schuss hier fertig machen. Hey, my shooting is not aimless. Everything I do is with purpose and, you know, heroism. Was haben wir da? Das war jetzt knapp. Aber Drax kann es, glaube ich, umwerfen. Komm, hau's um. Okay, das war echt krass.
I may have angered them. Them? All right. Let's try not to fall. Jetzt können wir es reaktivieren. Wait, hear that? Brace up, people. Incoming. Was denn das? Yes, I know we're in a fight. Okay, wo kommen die ganzen Guardians jetzt auf einmal her? Ah, dann haben wir die auch. Ich bin auch wieder fast down. Oh, das ist alles. Oh, noch mehr. Okay, noch eins tot. Ist noch das hier. Ich habe halt echt keinen Bock zu sterben. Au. Ja, ist ja gut. Das sind aber echt schon viele gerade im Moment. Nein, 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 nein. Bring mich nicht um. Bring mich nicht um. Oder. Ach komm. Und der hat mich umgebracht. Scheiße. Das war echt unangenehm. Vor allen Dingen, weil meine HP sowieso ganz weit unten war. Ah, das war richtig kacke. Ich war gerade echt ein bisschen überfordert mit den Gegnern. Aber das ist wahrscheinlich nur Übungssache oder so. Ich bin jetzt auch nicht der, der extrem viel zockt oder so. Das sind halt Marvel Games, Avengers spiele ich gerne und die Spider-Man-Spiel habe ich gespielt. Kommt halt immer auf die Games an. Okay, again. Okay, diesmal achte ich auf diese... Ja. Und runtergeschmissen. Ich bin schon wieder down. Ich denke halt einfach, die Dinger machen extrem viel Damage. Oh, das ist grünes. Okay, okay, okay. Wenn die tot sind, dann sollte ich mal einsammeln, was die haben. Diese grünen Punkte. Die geben mir wenigstens ein bisschen Chancen. Und bin wieder runtergeflogen. Und ich bin schon wieder tot. Ich hab da ein Problem mit. Ich glaube, wir beenden hier auch erstmal das Video. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Es ist schon spät und ich bin echt müde. Und ich glaube, es ist dann besser, einfach morgen weiterzumachen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part. Und ciao.